Wenn ich da war, das letzte Mal schon echt ein bisschen her, aber da hatte man schon immer sehr viel Spaß. In Rust bei Freiburg liegt einer der größten Vergnügungsparks Europas. Rund 5 Millionen Besucher kommen jährlich. Boah. Hinter den Kulissen schuftet eine Armada an Reinigungskräften, Gärtnern und Gastronomen an jedem noch so kleinen Detail. 22 Techniker sind allein für die Instandhaltung und Wartung der 12 Achterbahnen im Park zuständig. Oberste Priorität hat immer die Sicherheit. Ja. Alles muss korrekt, kontrolliert, gewartet sein. Denn wenn was passiert, sind wir die Schuldigen. Für die aufwendigen Shows nähen Tag für Tag eigene Kostümbildner im Akkord. Bildhauer sorgen für die perfekten Kulissen und modellieren defekte Körperteile wie eine Hand lebensecht nach. Also es ist schon interessant, seine eigene Hand in der Hand zu halten. Noch seltsamer ist es, wenn man seinen eigenen Kopf abgeformt sieht. Von all dem bekommen die Besucher kaum etwas mit. Sie wollen nur eins: einen unbeschwerten Tag verbringen in Deutschlands größtem Freizeitpark. Das ist eine geile Doku, Chat. War noch nie da. Morgendämmerung über dem Europapark. Muss man schon einmal erlebt haben. Doch die Idylle trügt. Bereits um 6 Uhr früh ist Björn Derblinger leitet. Aber mein Tipp wäre da immer, dass man zu einer Zeit geht, wo nicht Ferien sind. Also wenn möglich, ne? Weil sonst ist das so gerappelt voll. Das macht einfach keinen Bock für eine Aktion oder Attraktion, eine Stunde anzustehen oder sogar mehr. Der Wartung auf dem Weg zu seinem verantwortungsvollen Job. Wenn es zu voll ist, ist es einfach nicht so nice. Achterbahn-Giganten Blue Fire müssen alle Teile einzeln kontrolliert werden. Okay. Was machst du gerade? Bist du gerade an dem Zug? An dem letzten Zug noch kontrolliere, ja. Aha. Und dann sind die einsatzbereit. Alles klar, den da drüber hast du schon gemacht? Jawohl. Aber noch von unten jetzt erst noch? Nur von unten, dann guckst du oben okay, nach. Okay, ich guck oben nach. Ich mach noch ein bisschen Wachs drauf, weil es heute Nacht geregnet hat. Jawohl. Dass die Räder ruhiger laufen. Genau. Während der Fahrt erreicht der Zug über diesen Rädern das 3,8-fache der normalen Erdbeschleunigung. Deshalb überprüfen die Techniker jedes Detail ganz genau. Und das jeden Morgen. Wichtig ist, die Schwingen sind ja beweglich, dass unten die Federn okay sind, also dass die Schwinge auf und zu gehen, dass die Räder überall ganz sind, also keine Querrisse drin habe. Und sonst kann es passieren, dass sich über den Tag die Bandage komplett ablöst, dass die Räder kein Spiel haben, also hin und her wackeln. Ja, und dass halt natürlich im Radkasten selber nirgends Risse sind und alle Schrauben fest sind. Die Stahlachterbahn befördert 1450 Besucher pro Stunde. 11 Stunden täglich. 5 Züge sind kontinuierlich im Einsatz. Ein Stockwerk höher. Hier kontrolliert Björn Berblinger die Sitzreihen. Ich schaue bei den Sitzen, dass die Polster heben, also dass da nichts abgerissen ist, weil die sind ja nur mit Silikon draufgeklebt. Die Polster. Dann hier hinter, ob hier hinter alles okay ist. Also keine Kabelabgrisse oder irgendwelche defekten Teile, undichten Teile. Dann ziehe ich den Bügel hoch zum Schauen. Neuer YouTube-Kanal. Kann ich ihn hochziehen oder nicht? Ich kontrolliere hier am Gestell die Schrauben. Und wenn die sich lösen sollte, dann ziehe ich es an eine gelbe Stelle, weil ich dann auf einmal vom Schraubenkopf das Gelb hier habe und vom Schraubenbauch, sage ich jetzt mal, das Gelb hier. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Unfälle kann niemand ausschließen. Zum Teil schlechte Wartung, zum Teil Überforderung des Personals, zum Teil Uneinsichtigkeit des Besuchers, weil man muss ganz klar sagen, Besucher muss auch den Anweisungen des Personals Folge leisten, weil das Personal weiß, was es tut, weiß, was es sagt und wird garantiert nie was sagen oder tun, um einfach nur den Besucher zu ärgern. Als nächstes wirft der Wartungsleiter einen Blick auf die Strecke. An dieser Stelle werden die Züge des Blue Fire aus 100 Stundenkilometern abgebremst. Deshalb gibt es ein zusätzliches Sicherheitssystem. Sollte der Zug jedoch stehen bleiben müssen auf der Schlussbremse, haben wir noch so Backenbremsen. Die funktionieren wie beim Fahrrad. Am Zug ist auch jeweils eine Bremsfinne befestigt. Die fährt hier durch und die Bremse macht zu. Der Zug bleibt stehen. Es ist jetzt 7 Uhr. Bis zur Parköffnung in 2 Stunden kontrolliert Björn Berblinger noch über 1000 Meter Schienenstrecke.
Zeitgleich poliert eine 35 Mann starke Reinigungsflotte das Freizeitparadies auf Hochglanz. Der Code für Wipeout ist einfach Elephant Bruder. 50.000 Besucher vom Vortag haben ihre Spuren hinterlassen. Der Großputz findet immer morgens statt. Stefan Schneider koordiniert die Hochdrucksäuberung. Du machst jetzt hier alles Geländer sauber und Brücke hier sauber und die Vogelscheiße. Okay? Ja, ja. Während des Betriebs sollen die Parkbesucher Stefans Mannschaft möglichst selten zu Gesicht bekommen. Uns kriegt man nur mit, wenn wir nicht da sind, dann ist nämlich schmutzig. In nur 2 Stunden müssen die Männer über 90 Hektar Parkfläche reinigen. Krass, auch oder? In der Anlieferungszone des Gastronomiebereichs herrscht Hochbetrieb. Ah, der Großteil der Lebensmittel wird täglich frisch angeliefert. Koordinator Hans Heitzmann ist dafür verantwortlich, dass jedes Restaurant im Park ausreichend und mit den richtigen Waren versorgt wird. Logistisch ist es ungefähr eine Hektik zwischen 6 Uhr morgens und ca. 10 Uhr, weil dann müssen die Betriebe ihre Waren haben. Und davon nicht wenig. Jährlich unter anderem 421 Tonnen Pommes und 23 Tonnen Spaghetti. Weil abgesehen von den Kapazitäten in den Betrieben, das könnten wir gar nicht lagern. Und deswegen ist für uns natürlich schwierig und auch für den Lagerleiter, den Herrn Riss, wenn der auf einen LKW wartet, der nicht kommt, ja, weil er weiß, ich muss raus mit der Ware. Das ist natürlich der GAU, das muss ich wirklich sagen. Für uns ganz, ganz, ganz schlimm. Doch auch die Ware, die pünktlich kommt, muss er kontrollieren. Das ist der Mischsalat. Da hat man doch mal ein bisschen Probleme, Herr Rist, ne, bei dem Mischsalat. Das hat sich aber, glaube ich, erledigt. Das hat sich erledigt, weil die waren teilweise, die sind nicht richtig getrocknet worden. Und dann ist innerhalb kurzer Zeit der Strunk an dem Salat ist dann dunkel geworden. Und das sah natürlich bei einer Salatmischung sehr schlecht aus. Aber hat sich mittlerweile gebessert. Countdown. Noch 15 Minuten bis zur Öffnung. Gleich strömen die ersten Besucher in den Park. Hans Heitzmann macht eine Kontrollfahrt. Es gibt 54 Restaurants und Imbissbuden auf dem Gelände. Damit ist der Park Deutschlands größter zusammenhängender Gastronomiebetrieb. Auch in der Pizzeria Venezia gab es Salatmängel. Wir hatten doch mal ein bisschen Salatprobleme, ne? mit der Anlieferung. Ja. Ist das besser geworden? Es ist schon besser, aber ich will jetzt diese nachschauen. Ja. Denn es wechselt Tag auf Tag. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das Venezia befindet sich im Themenbereich Italien. Um dem Ansturm später Herr zu werden, haben die Köche hier bereits seit 6 Uhr alles vorbereitet. So, den Lachs habt ihr angebraten, ne? Ja, wir haben angebraten. Ja. Der hat halt einfach viel mehr schöne Farbe, ne? Genau. Wenn wir ihn anbraten, ne? Als wenn er nur dünstet, ne? Genau. Klar. Logisch. Super. Ich war schon mal öfters dort. Ich glaube, insgesamt 3-4 Mal in meinem Leben. Ja, was ist eigentlich mit den Öfen? Wie viel kriegt der noch mal rein auf einen? Ich habe ja hier und da von einem meiner besten Kumpel, Jo Unnas, erzählt. Der hat damals seinen Geburtstag mit mir im Europapark gefeiert. Da waren wir noch ziemlich jung, 13, 14, 15, ich weiß nicht mehr genau, wie alt. Und das war einer der geilsten Tage. Oder ich glaube, waren wir ein ganzes Wochenende? Ich glaube, wir waren ein ganzes Wochenende da. Also über 2 Tage. Haben aber nicht da übernachtet. Einmal 15 Stück. Das wollte ich immer als Kind, mal im Europapark übernachten. Haben meine Eltern nie ja gesagt. Ich wollte unbedingt mal da bleiben, weil man da noch ein paar Stunden die Fahraktion benutzen kann, während die anderen Besucher schon gegangen sind. Beide laufen, haben nämlich 30 Pizza, wo alle 3 Minuten rausgehen. Genau, richtig. Super. Es ist sicherlich so, dass wir im Schnitt die Wasserrutsche und so fand ich immer sehr geil. 400 Pizzas am Tag durchhauen. Das heißt, wir arbeiten an der Belegung der Pizzas. Gab es da schon die Blue Fire? Was ist denn das? Sag mir nichts, Bruder. 3 bis 4 Leute, die nichts anderes machen, wie Salami belegen, Schinken belegen, vegetarisch belegen und so weiter und so fort. Ja, machen den ganzen Tag nichts anders wie Pizza belegen. Kostet das nicht eklig viel? Genau deshalb haben wahrscheinlich die Eltern auch Nein gesagt, ne, weil es mega teuer ist, da zu übernachten. Aber man wollte es halt als Kind immer, ne? Dann haben wir einen, der macht nur Teig. Den ganzen Tag muss er Teig ausholen, dass die Pizza. Blaue Achterbahn, die ist übelst krass. Und wenn der das den ganzen Tag macht, denke ich, am Abend wahrscheinlich noch nicht, ne? Hat er es verdient. Ihr könnt ja mal schauen, wann die aufgebaut wurde beim Europapark. Während sich in Venezia die Pizzen stapeln, vor 15 Jahren war ich das letzte Mal da. Bei der Achterbahn die letzten Sicherheitschecks statt. Dieser Tunnel ist das Highlight der Achterbahn. Hier beginnt die wilde Fahrt. Ein magnetisches System lädt den Zug auf. Dann erfolgt der Abschuss. Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Ach, da das ist, ist Formel-1-Niveau. Deshalb ist auch die Sicherheit auf Formel-1-Niveau. Eventuell müssen wir die Leute auch evakuieren. Und da ist prinzipiell derjenige, der hier nach hinten kommt, an den Zug geht, erste, was er macht, hier an das Steuerpult gehen.
und einmal kräftig hier draufhauen. Ansonsten wird nicht an den Zug gegangen. Der Zug, müssen Sie sich vorstellen, steht nachher hier und ist bereit, zum abgeschossen zu werden. Das heißt, die Schalter aktivieren die Statoren und ich weiß nie, wenn ich hier nach hinten komme, wie weit ist der Schalter schon, wie weit ist der Zug schon aufgeladen, zum abgeschossen zu werden. Und das ist das Heikle hier hinten. Würde der Zug einen Mitarbeiter mitreißen, könnte er schwer verletzt werden. Die Blue Fire wird von einem Computersystem überwacht und gesteuert. Trotzdem muss immer ein Mitarbeiter das Go zum Starten geben. Die Fahrt kann beginnen. So, jetzt schicke ich einmal den Zug auf Reisen. Die erste Testfahrt am Tag findet unbemannt statt. Der Wartungsleiter schaut genau, wie sich der Zug in den vier Loopings der Bahn verhält. Luis, grüß dich. Doch neben dem optischen Eindruck will der Techniker den Zustand der Bahn auch hören. Deshalb geht er jeden Morgen zu einem wichtigen akustischen Kontrollpunkt an der Bahn. Er soll mal hier eine Wildwasserbahn zeigen. So, hier ist jetzt der Punkt. Für die Leute, die da waren, Chat, was hat euch immer gefallen? Die normalen Achterbahnen, also was am meisten? Die normalen Achterbahnen, die Wasserbahn oder die Gruselbahn? Ich fand tatsächlich die Wasserbahn und die Gruselbahn immer am besten. Jede Achse, die ganzen Räder, hieß die, ja. Die ganzen Schwingen, alle für sich separat beansprucht. Und was ich auch geil fand, waren die Themenparks, ne? Wo man einfach, ja, eine schöne Zeit haben konnte. Ein Eis essen. Hört man halt, ob was defekt ist oder nicht. Schon sehr geil. Mama und Papa ein bisschen Geld aus dem Kreuz leihen für ein paar Süßigkeiten. Wenn ein Rad kaputt ist, müssen Sie sich das so vorstellen, ich nehme einen Fahrradreifen, eine Felge, hebe eine Spielkarte rein. Oh, stimmt, diese eine Achterbahn in dieser Kugel. Ja, Mann. Das Geräusch macht es einen Radeffekt, ja. Geil, Digga. Oh, ein Kreppes. Mit Nutella, Bruder. Chat. Auch die hauseigene. Wir müssen einmal alle in Europapark. Imagine Europapark nur mit Zuschauer. Ganz Twitch Deutschland im Europapark. Ich weiß gar nicht, wie viele Besucher da auf einmal rein können. Müllabfuhr dreht noch Bahnen. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Die 27 Männer geben jeden Morgen 2 Stunden lang Vollgas, um jeglichen Müll aus dem Park zu schaffen. Du zahlst. Am Morgen, wenn viel Besucher da waren, muss man richtig rangehen. Also das ist körperlich wie seelisch ist das schon ein Druck, ja? Weil 9 Uhr heißt es, aus dem Park raus zu sein. Knapp 600 Abfalleimer entleeren die Müllmänner jeden Morgen. Ein spezieller Hightech-Mülleimer aus den USA entlastet sie dabei. Die sogenannten Big Bellies führt der Park seit 3 Jahren nach und nach ein. Hier haben wir jetzt spezielle Mülltonne, die nennen sich Big Belly. Die haben wir überwiegend in Restaurantbereichen. Ja? Und die sind ganz wichtig, weil hier fällt extrem viel Abfall an. Und dieser Abfall wird dann gepresst. Also die haben ein Presssystem drin, die kriegen den Abfall in runter und dadurch können wir extrem mehr Abfall aufnehmen. Betriebe wären sie über Solarstrom. Wir sehen es hier, wenn wir es entleeren, wenn er gerade presst, ist hier ein dauergrünes Licht. Und wenn er voll wäre, dann wäre hier ein rotes Licht. Und dann haben wir ca. 70 Kilo Müll drin. Früher kamen die Männer pro Tag 7 Mal zum Entleeren. Jetzt brauchen sie nur noch 3 Mal zu kommen. Krass, anschließend ja. Kommt der Abfall auf die parkeigene Deponie. Hier werden pro Jahr etwa 6.500 Tonnen Müll getrennt. Geschieht das alles rechtzeitig, ist der Tag für Armin bereits früh morgens ein Erfolg. Also für mich ist ganz wichtig, wenn wir rausfahren, da fällt eine Erleichterung runter, ja, und der Park ist sauber und das ist für uns unser Ziel, das ist klasse. Ziel erreicht. Während Armin die letzten Container leert, fahren bereits die ersten Besucher Achterbahn. Um 9 Uhr morgens öffnet der Park. An vollen Tagen strömen bis zu 50.000 Menschen durch diese Pforten. Boah. Wer kommt denn da früh um 9 schon, Chat? Auch Familie Hermann will einen Tag im Europapark genießen. Sind die irre, doch das ist nicht ganz billig. Da drehen wir noch einmal rum. Der Eintritt kostet 42,50 Euro pro Person, macht zusammen 100... Jeder XD? Der hat, seitdem ich selbstständig bin, 9 Uhr ist einfach eine Zeit, da schiebe ich Nasenbluten. 170 Euro. Leicht ermäßigt sind nur Kinder unter 12 Jahren. Wir sind immer in der Nacht um 4 oder so losgefahren. Das haben wir immer gemacht nach der Fahrt, wegen der Fahrt zu Oma und Opa, die ja in Berlin-Gegend wohnen. Dann konnten die Kinder, wir dann immer die sind ja noch im Auto in der pennen. Schule und die verdienen nichts.
Und von dem her würde mir uns wünschen, dass die 10 Euro weniger bezahlen wie mehr Erwachsenen. Das fänden wir nur fair. Der Eintritt war nicht billig. Da sollte der Tagesplan im Park also gut durchdacht sein. Es schneit! Es schneit! Ja! Zunächst führt der Weg entlang des parkeigenen Sees durch den Märchenwald hin zum Eurotower. Seit mehr als 20 Jahren der beste Aussichtspunkt auf dem Gelände. Wie hoch der ist, gell? Ja. Gut, laufen wir mal rein. Die Freizeitparkfans verschaffen sich auf 75 Meter Höhe einen Überblick vom Park. Bei 940.000 Quadratmeter. Ich war mit meinem Dad und meiner Schwester, glaube ich, 2-3 Mal im Heidepark Soltau, hieß es, glaube ich. Der war auch geil. Quadratmeter Fläche, nicht so einfach. Der war auch schön, der Park. Also ich habe schon ein bisschen Probleme mit der Orientierung, ja. Da muss ich also schon sagen, dass ich auch manchmal unsere Tochter hinterherlaufe. Also die haben das viel besser im Blick, ja. Kein Wunder. Der in Baden-Württemberg gelegene Europapark ist der größte Freizeitpark in Deutschland und gehört sogar weltweit zu den 10 größten seiner Art. Jährlich kommen rund 5 Millionen Besucher. Es gibt mehr als 100 Fahrgeschäfte und 12 Achterbahnen. Geil. Das, was wir gerade gesehen haben, wo die Wasserbahn dann runterfährt, da gab es an der Seite, zu meiner Zeit, gab es einen Steg. Und da konntest du dann stehen. Und wenn die dann reingefahren sind, wurdest du immer richtig von der Wasserfontäne überschwemmt. Je nachdem natürlich, wie heftig das gebremst wurde. Und einmal wurden wir da so gehittet von der Wasserwand. Übelst geil. Aber es war halt top geiles Sommerwetter und du warst innerhalb von 20 Minuten wieder getrocknet. Und sowieso, als junger Hüpfer, macht einem das ja nichts aus. Aber da gab es auch irgendwo so Stationen, wo man sich trocknen lassen konnte. Die waren sogar kostenlos. Da würdest du, ja, das, was ihr kennt fürs Händetrocknen im Restaurant oder so, das war halt in groß. Das Ding hat sich einfach trocken geblasen. Voll geil, Digga. Im Park gibt es 5 Hotels sowie einen Campingplatz. Ist gerade echt ein Stück Kindheit, Digga. Einen Teil man hat da, des Strombedarfs. Man verbindet den Park einfach mit einer richtig schönen, geilen Zeit so. Da hat man einfach als Kind Spaß gehabt. Darf's produziert der Park selbst. Ich werde mit meinen Kindern irgendwann da auch hinsteppen. Die Elz, die durch das Gelände fließt, treibt ein Wasserkraftwerk an. Und Legoland, die Elz auch Kindheit, versorgt auf jeden diese Bruder. Attraktion mit Wasser. Das Fjordrafting im skandinavischen Themenbereich. Ich würde sagen, Legoland ist tatsächlich noch für die jüngeren Leute so 10, 12 Jahre. Europa-Park schon ein paar Jährchen älter, so würde ich sagen. Familie Hermann stürzt sich als erstes in das nasse Vergnügen. Du hast Kinder? Ob das sein? Bruder, ich habe weder Frau noch Kinder. Von daher dauert es auch ein bisschen, bis ich mit meinen Kindern dahin steppe. Die Idee war? Fantasieland war ich glaube noch nie total Chat. Total nice, ja. Ja, man wird nass. Man wird nass. Man wird absolut nass. Von genau. Alle Seite, vorne, hinter. In diesem Leuchtturm verbirgt sich ein Highlight, mit dem man in einem Freizeitpark nicht rechnet. Das Edelrestaurant Emolite hat 2 der begehrten Michelin-Sterne. Hinter dem Erfolg steckt vor allem dieser Mann, Chefkoch Peter Hagen. Doch auch er muss sich immer wieder neu beweisen. Heute bereitet er mit seinem Kollegen Jürgen Steigerwald ein Menü vor. Die Vorspeise, gebeizter Lachs, bunte Beete und Apfelselleriesüppchen. Da müssen wir halt aufpassen, das müssen wir halt ein bisschen durchprobieren wegen der Bindungsgehalt, ja. Wegen Bindungsgehalt. Damit es halt nicht wegläuft, ja. Auch genau, dass es nicht ausläuft. Ja. Verköstigt werden heute der Gastronomiechef des Parks und seine Kollegen. Sie prüfen, ob das Menü, das für eine Dinnershow geplant ist, den hohen Standards genügt. Es kommt auch darauf an, wie kompliziert das Gericht auch ist. Aber es muss einfach gut schmecken und ich glaube, man kriegt das gut hin. Aber es ist schon spannend heute, weil wir jetzt auch einen Wechsel eben haben. Von Emil Jung zu Peter Hagen und wir wollen das heute mal anschauen, wie er das hinkriegt. Starköche kochen normalerweise für einen kleinen, erlauchten Kreis. Für die Dinnershow sollen über 200 Gäste auf Sternenniveau genießen. Da hängt ja schon was dran, also dementsprechend ist auch die Aufregung natürlich nicht ganz ohne. Gang für Gang präsentieren die beiden Spitzenköche ihre Menüideen.
Ein Kriterium neben dem Geschmack ist auch die Umsetzbarkeit. So, was haben wir da? Wir haben für Produkte einmal Lachs gewählt, weil einfach in der Menge Lachs wahrscheinlich ein dankbares, dankbarer Fisch ist, mögen viele Leute. Da haben wir uns gedacht, Kombination warm-kalt zu machen und so ein bisschen einen Spannungsbogen aufzubauen. Mhm. Deswegen haben wir eine Apfel-Sellerie-Suppe, geht wieder super in Verbindung mit der Rote Bete. Die kritischen Chefs probieren den ersten Gang. Ob er ihnen schmeckt? Noch kann man es ihnen nicht ansehen. Erstmal macht sich jeder nur Notizen. Die Bewertung kommt ganz zum Schluss. Währenddessen ist Peter Hagen bereits mit dem Hauptgang beschäftigt. Geschmortes Rinderschulterscherzel sowie ein Rinderfilet, dazu Kartoffel-Zwiebelpüree und Bohnengemüse. Jetzt geben wir dem Fleisch einmal noch mal ein bisschen Geschmack mit, indem wir es noch mal in Butter nachbraten. Der Starkoch wurde 2014 mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet. Besonders wichtig ist ihm die perfekte Fleischzubereitung. Also nicht mit zu viel Hitze arbeiten, das sieht lecker aus. Ein bisschen langsam und entspannt und auch halt einfach nicht zu schnell anschneiden. Ne? Dann auch, wenn es fertig gegart ist. Einfach Chat, wie viel von diesen Sternen ist das Maximale, was ein Chefkoch haben kann? Ein bisschen Ruhe geben, dass innen alles wieder ein bisschen entspannt. Wenn man es direkt anschneidet, dann geht einfach der ganze Saft raus und dann hat man sich einen Gefallen getan. Das eine ist, was das Restaurant haben kann, Chat. Es gibt ja auch Hotels, können ja Sterne haben, so wie auch Restaurants. Und dann halt der Koch selber kann auch nochmal Sterne haben. Drei der Koch, fünf das Restaurant. Genau so habe ich auch in Erinnerung gehabt. Der Schweiz an. Drei Sterne kann der Koch ursprünglich haben. War der und fünf das Restaurant. Ein Testgelände für Achterbahnen. Im 40 Kilometer entfernten Waldkirch sitzt die Firma McRides, die fast alle Achterbahnen im Europapark gebaut hat. Hauben diese nennt sich fertigen das? Schienenteile warten auf ihre Auslieferung und Lackierung. Iman Unitmatz ist Metallbauer und einer der besten in seinem Fach. Täglich biegt er tonnenweise Stahlrohre zu Achterbahnschienen. Lol. Eine Achterbahn besteht aus bis zu 130 Elementen. Jedes Teil ist ein Unikat und wird von Iman Unitmatz nach Fertigungsplänen gebogen. Bei der Bahn sind die Radien sind etwas eng, weil es halt ein sehr kompaktes Gelände war, wo wir zur Verfügung hatten. Das heißt, wir mussten sehr viele enge Radien bauen. Das heißt, für dich an der Biegemaschine bedeutet, du musst sehr viel biegen. Wenn der Spezialist bei dem 10 Meter langen Stahlrohr nicht millimetergenau vorgeht, passen die Teile später nicht zusammen. Jetzt habe ich den Segment 3 gemacht. Das ist auch Chat. Sowas ist verrückt, oder? Wer produziert Achterbahnteile? Was ich mir auch immer denke, wir haben ja vor ein paar Tagen mal so eine Doku angeschaut über Tesla, ne? Und da haben wir dann gesehen, diese riesigen Maschinen, die Autoteile so zusammensetzen. Ich frag mich, wer produziert diese Maschinen? Wisst ihr, wie ich meine? Das würde ich auch gerne mal sehen. So eine Produktionsfirma von so übelst großen Industriemaschinen. Oder was weiß ich, bei der Müllentsorgung, bei der Mülltrennung. Diese riesigen Maschinen, die mit Luftdruck und Lasertechnik den Müll sortieren. Das würde ich auch gerne mal sehen, wie die produziert werden. Mega interessant, Digga. Und er zeigt mir hier, was für ein Radius ich habe. Und dann kommt der Plus-Minus-Verdrehung in der Richtung, wo ich biegen muss. Damit den besseren Übergang, wenn das Achterbahn drüber fährt, dass es besser rüber gleitet. Die Walzen haben mit 120 Bar eine enorme... Ey, einer von euch schreibt gerade was, das fickt gerade meinen Kopf. Genau, die Firma, die die Maschinen produziert, die dann die Autos produzieren. Wer produziert aber die Maschinen produzieren, die die Autos produzieren? Digga, da muss ich aber los, Alter. Enorme Kraft. Nur so können sie die gewaltigen Stahlrohre haarfein formen. Wie McRides die Rohre nach dem Biegen weiterverarbeitet, bleibt aber ein Betriebsgeheimnis. Das ist alles eigene Entwicklung und das will man so wie möglich schützen. Dass es keiner kopieren kann und wir wollen unsere Qualität im Markt behalten. Bevor es ans Biegen und Schweißen der Achterbahnschienen geht, sind die Entwickler am Zug. Der Maschinenbauer Dennis Gore tüftelt bis zu 3 Monate an einer Bahn. Die schwäbische Firma bekommt Aufträge aus der ganzen Welt. Der Lift beginnt ab diesem Punkt und bringt uns dann eben auf unsere nötige Höhe, um genügend Energie zu haben, um die ganze Achterbahnfahrt
ans Ende zu kommen. In der Kurve beschleunigt der Zug, nimmt Fahrt auf und durch die... Einfach Rollercoaster Matrix-Version. Zu geringe Querneigung, das heißt, die Schiene hat nicht, ist nicht so schräg, entstehen seitliche Beschleunigungen auf die Gondel und dadurch beginnt eben dieser Free-Spinning-Effekt. Also das Oberteil der Gondel fängt an zu drehen. Und das ist halt in dem Sinne sehr gut, weil dadurch dann jede Fahrt anders wird. Und indem man das dann vorne... Das ist ein Game, was ich damals echt gefeiert habe, Chat. Rollercoaster. Achterbahnhersteller übertreffen sich ständig mit neuen spektakulären Effekten, die beim Fahrgast für Adrenalin und Fahrspaß sorgen. Doch bei allen Superlativen dürfen die Entwickler die Sicherheit der Passagiere nie aus den Augen verlieren. Sicherheitstechnisch müssen wir darauf achten, dass überall das sogenannte Lichtraumprofil eingehalten wird. Das ist der, wenn der Fahrgast in der Gondel sitzt, kann er ja seinen Arm ausstrecken und kann sich auch rüberlehnen. Und natürlich soll der Fahrgast nirgends mit der Hand irgendwo dagegen schlagen. Den optimalen Bahnverlauf können Achterbahnkonstrukteure wie Dennis Gord inzwischen mit einem 3D-Computerprogramm simulieren. Nachdem wir dann sichergestellt haben, dass das Fahrzeug auch den Bahnverlauf absolvieren kann, dass alle Randparameter eingehalten sind, dann kreieren wir die finalen Daten für die Fertigung. Das heißt, wir kreieren alle notwendigen Dokumente, die unten in der Fertigung benötigt werden, um die Bahn auch komplett zu fertigen. Nebenan erstellt Modellbauer Wolfram Reinelt gerade eine Fahrkabine für einen niederländischen Zoo. Das kann von einer Rakete sein, die eine Achterbahn runterfahren soll, so aussehen soll. Oder ob es ein Boot aussieht, wie jetzt in dem Fall, das aus einem Flugzeugwrack gebaut ist und auch so aussehen soll. Lol. Alles ist möglich. Geiler, ich habe gerade diesen Entwurf reingekriegt. Zoo Emmen heißt der Kunde, die bauen da ein Zoo. Und das ist jetzt der Bootsentwurf, wie das Boot aussehen soll. Zusammen mit der Konstruktion wird es konstruiert dann, bis wir das Boot dann so stehen haben, dass wir sagen, okay, jetzt können wir es auch in 1:1 bauen. Zunächst muss er aber ein 1:10 Modell bauen, das der Kunde dann zur Ansicht bekommt. Manchmal kann sich die Zusammenarbeit mit Auftraggebern etwas zäh gestalten. Ich habe also schon ein Projekt gehabt, das ging ein Vierteljahr, dass ein Modell überarbeitet werden musste und wieder zurück und wieder überarbeitet. Das war ein sehr genauer Designer. Bei dieser Gondel für den Europapark ist der Designer schon einen Schritt weiter. Hier baut McWrights bereits das 1:1 Modell. Kollege Bernd Richter hat noch etwas mit den Platzverhältnissen im Sitzraum zu kämpfen. Oh, hallo Bernd. Und, wie sieht's aus? Ziemlich eng, die ganze Geschichte da. Mit dem Lenkrad und okay. Fahrgröße. Mhm. Aber genauso wollen die das, gell? Das Lenkrad interaktiv, die Gondel können sie damit drehen. Aber die Knie sind ja nicht alle so groß wie du. Ah, ja. Also dann müssen wir schauen, dass man das vielleicht hier hochsetzt und dann das Ruder hier ein bisschen kleiner macht, damit die Kinder noch drüber schauen können. Es gibt aber auch natürlich Maße, wo es heißt, es muss mindestens zwischen Knie und einer Kante muss 5 cm Luftraum sein oder Quetschkanten von Hand und so weiter. Und da müssen wir schon gucken, dass wir da die richtigen Normmaße auch einhalten. Eine Fahrt mit dieser Gondel wird auf jeden Fall zu einer kuscheligen Angelegenheit werden. Zurück im Europapark. Eine ganz besondere Achterbahn befindet sich im Restaurant Food Loop. Das ist unser Prunkstück, das ist unser Food Loop, unser Achterbahnrestaurant. Eine tolle Erlebnisachterbahn, die dort stattfindet mit Essen auf Schienen, aber natürlich auch für uns unwahrscheinlich stressig. Viel Technik, viele Innovationen, die laufen bis den ganzen Tag, also sehr, sehr aufwendig im Verhältnis zu den anderen Lokalitäten. Das Food Loop, eröffnet im Jahr 2011, ist das weltweit erste Achterbahnrestaurant. Ach so. Der Clou? Ich dachte schon, du isst in der Achterbahn. Lel. Das Essen kommt über ein 450 Meter langes Achterbahnschienensystem direkt zu den Tischen. Bestellt wird digital an einem Computer. Das ist schon geil, Digga. Wir haben an diesem Tisch verschiedene Sitzplätze von der Nummer 1 bis Nummer 10. Das sieht man auf diesem Bildschirm. Ich simuliere jetzt den Gast Nummer 2. Ich kann dann hier mir eine Coca-Cola bestellen. Dann sagt mir das System, Warenkorb jetzt bestellen. Dann lege ich eine Chipkarte, auf der dieses Produkt registriert wird, auf und gehe dann auf Bestellen. Und dann läuft das System jetzt ganz normal durch und die Coca-Cola kommt jetzt nachher hier oben an. Die Bestellungen gehen direkt in den Keller.
Dort belabelt das Food Loop Team die bestellten Getränke und schickt sie auf Schienen nach oben. Dasselbe geschieht nebenan in der Küche mit den Speisen. Mit einem Aufzug geht es nun in den ersten Stock. Dort verteilen weitere Mitarbeiter die Getränke und Speisen auf die einzelnen Tische. Jetzt gleiten die Bestellungen weiter in das Restaurant. Ein letzter Looping und der Topf hat seinen Adressaten gefunden. Doch das technisch aufwendige System ist manchmal auch störungsanfällig. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir da oben ein Töpfchen hängen. Wir können keine weiteren fahren. Ich muss dieses Töpfchen unbedingt von der Schiene runterbringen. Das Problem müssen wir jetzt lösen. Nicht so einfach, wenn das Problem in 5 Metern Höhe liegt. Helfen soll diese Stange. War Gott sei Dank. Prima, das hat auf Anhieb geklappt. Das ist nicht immer so. Manchmal muss man ein bisschen mehr schubsen. Aber das hat jetzt super geklappt und die Bahn ist wieder frei. Es ist Mittagszeit. Vor dem Food Loop bilden sich lange Warteschlangen. Das Restaurant ist eine der Attraktionen im Park. Kurz vor dem großen Ansturm hat Hans Heitzmann ein weiteres Problem entdeckt. Ein Laserlicht funktioniert nicht so, wie es soll. Sofort ruft er einen Elektriker. Ich habe ein Problem. Ich habe festgestellt, dass die Blitze, die wir unten drin haben, nicht mehr in dieser Intensität kommen. Teilweise sogar gar nicht. Also irgendwas scheint da elektrisch nicht zu stimmen. Immer wenn ein Topf durch diesen Looping flitzt, sollen Laserblitze das ankündigen. Hinter dieser Holzleiste scheint dieses Relais zu sitzen, was diese Blitze auslöst. Und jetzt muss er die ganze Silikonfuge wegmachen, damit er das Brett lösen kann, um an dieses Relais zu kommen. Aber es ist jetzt ein bisschen aufwendiger, das ist tatsächlich so. Die Reparatur zieht sich in die Länge. Gastro-Koordinator Hans Heitzmann verliert so wertvolle Zeit. Das Food Loop ist... Warum ist denn das Ding so mega versteckt und... Hä? Das ist doch mega unhandlich. Warum ist es nicht leicht, da ranzukommen mit irgendeinem Kasten oder also Sicherungskasten, wisst schon. Nur eines von vielen Restaurants, die er betreuen muss. Stress gehört zu seinem Alltag. Schauen wir mal schnell, ob's geht. Um die Funktionalität zu kontrollieren, schickt Hans Heitzmann einen Topf durch den Looping. Es blitzt zumindest. Es ist Folgendes passiert, da ist eine Art Zeitschaltuhr drin, die praktisch regelt, wann die Blitze losgehen müssen. Und jetzt in der Langsamphase nach oben fängt es an zu blitzen, darf aber nicht mehr aufhören, bis das Produkt durch den Looping durch ist. Und das war der Fehler vorhin, es hat vorher aufgehört. Genau, jetzt ist es ist absolut perfekt jetzt, weil jetzt blitzt es noch, wenn es durch den Looping durchgeht. Und das hatten wir vorher nicht. Aber wofür blitzt es einfach? Einfach nur, damit es die Leute sehen oder was? Und das Food Loop sowie Herr Heitzmann können wieder beruhigt weiterlaufen. Hochspannung herrscht unterdessen im Sterne-Restaurant Emolite. Star-Koch Peter Hagen serviert der kritischen Jury den Hauptgang für die heutige Dinnershow. Hauptgang haben wir gedacht, Rind. Ne? Das heißt, einmal geschmort und einmal gebraten, oder? Genau, immer geschmorte Schulter und eben das Filet. Und wie viel geschmorte Schulter? 140 brauchen wir zusammen. Ja. Ja. Der Küchenchef will die strengen Juroren mit zweierlei Rinderzubereitungen sowie Kartoffel-Zwiebelpüree und Bohnengemüse überzeugen. Diese halten sich bei der Bewertung noch sehr bedeckt. Das sieht mir sehr ähnlich aus. Mhm. Was kein Koch vergessen darf, auch das Auge isst mit. Die geplante Dinnershow ist ein wichtiges Prestigeprojekt des Parks. Jeder Menüpunkt soll nicht nur perfekt schmecken, sondern auch perfekt aussehen. So auch das Dessert. Peter Hagen hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Doch zu Hause gibt's auch mal einfachere Kost. Das ist natürlich was anderes, wenn man zu Hause kocht und entspannt für Freunde kocht, die dann nicht sauer sind, wenn es mal länger dauert. Bei uns ist der Anspruch natürlich ein anderer. Der Gast hat oft keine Zeit, will schnell essen, will gut essen. Verzeiht uns natürlich auch nicht, wenn er dafür gutes Geld bezahlt, wenn es nicht perfekt ist, was daheim vielleicht auch dann mal nicht so schlimm ist. Und von dem her natürlich so was anderes. Zuversichtlich serviert ihr den letzten Gang. Caramelia Schokoladenmousse mit Bananenkompott und karamellisierten Erdnüssen. Danach folgt das Urteil der Jury. Ich lasse mich jetzt überraschen. Also wenn ich die Fehler schon wüsste, hätte ich sie nicht gemacht. Gell? Ein großer Fehler könnte sein, dass das Menü für über 200 Gäste praktisch nicht umsetzbar ist. Kostet bestimmt 30 Euro pro Teller. Oh,
ich würde fast sagen mehr, Digga. Temperaturen des Tiefkühlers und so weiter, da kann man uns ranarbeiten. Da kann man natürlich dann schon arbeiten, im Rezept, in der Rezeptur arbeiten, dass das Eis halt dementsprechend lang sich hält. Wir wollen eine Eismaschine kaufen. Ob das Dessert die Menütester wenigstens geschmacklich überzeugen kann? Und wie haben Vorspeise und Hauptgang abgeschnitten? Das ist natürlich alles sehr im Braun gehalten. Die Frage, ob es dann noch den einen oder anderen Farbklecks vielleicht braucht. Beim Hauptgang, da war nur ein kleiner Kritikpunkt, aber es ist persönlicher Geschmack. Ich bin kein Bohnenfan. Die Bohne halt deswegen, weil es halt einfach von der Umsetzung her gut ist. Mhm. Könnte man sicherlich noch daran arbeiten. Bei der Vorspeise, die war sehr stimmig. Da war nur vom Ablauf die Frage, ob diese Suppe in dem Gläschen, ob die nicht zu sehr rutscht. Also. Stückchen Papier drunter oder was wir auch letztes Jahr gemacht haben. Wir haben mit einer kleinen Kugel Marzipan das ganze Glas stabilisiert. Aber sonst, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, oder? Ja, absolut. Eine kleine Kugel Marzipan stabilisiert das Glas, Bruder. Das ist eine andere Welt, Alter. Danke. Und der Dinnershow steht nichts mehr im Weg. Auch Familie Hermann will sich im Park verköstigen lassen. Auf dem Speiseplan steht bayerische Hausmannskost. Essen gehen im Europapark ist für die Hermanns jedoch nicht die Regel. Das ist eine Ausnahme, das gönnen wir uns ab und zu mal, aber nicht jedes Mal. Wir bringen uns dann auch selber ein bisschen was mit. So ein paar Snacks zwischendurch essen wir schon ab und zu, aber so richtig essen gehen nicht immer. Wenn man jetzt Eintritt und alles zusammenrechnet, also ich denke mal, wir kommen schon so auf knapp 300 Euro dann so einen Tag. Ja? Mit Eintritt, mit Essen, mit Getränken, mit allem. Also schon ein kleiner Kurzurlaub. Eine Hauptattraktion im Europapark ist die Wodan. Eine nostalgische Holzachterbahn, die aber erst 2012 fertiggestellt wurde. Mehr als 21.000 Holzbalken bilden das Fundament der 1.100 Meter langen Kulisse. Die habe ich auch noch. Die habe ich auch noch damals besucht. Geil. Bahn. Die Balken werden von 1,6 Millionen Nägeln zusammengehalten. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich zweimal im Park war, wo die noch gebaut wurde. Wo man gesehen hat, wie die langsam gewachsen ist. Eine Hauptattraktion im Europapark ist die Wodan. Eine nostalgische Holzachterbahn, die aber erst 2012 fertiggestellt wurde. Mehr als 21.000 Holzbalken bilden das Fundament der 1.100 Meter langen Kultbahn. Die Balken werden von 1,6 Millionen Nägeln zusammengehalten. Dann war ich doch nicht. Die Achterbahnfans werden zum Start auf über 40 Meter hochgehievt. Auch Familie Hermann wagt sich in das Holzungetüm. Sie sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, die Konstruktion. Allerdings muss man sich gründlich überlegen, welcher Bahn man den Vorzug gibt. Alle Fahrgeschäfte an einem Tag auszuprobieren, ist aufgrund der Menschenmassen gar nicht möglich. Alles klar, oder? Gut. Geht los, sagt er. Die 100 km/h Höchstgeschwindigkeit der Bahn erscheinen den Fahrgästen noch wesentlich schneller, da die Holzbahn extrem wackelig wirkt. Verrückt, Digga. Einfach aus Holz, Digga. Bei der Achterbahn immer ganz vorne sitzen, Chat, war immer übelst wild. Super! Alter, mein Freund. Da beschreibt es mir sogar. Kommt das beim Eindruck? Vom Eindruck her? Also es ist natürlich, also ich finde es schon grenzwertig vom Adrenalin her, von der Schnelligkeit her. Und dann vom Holz, gell, die Geräusche. Schöne und so. Es ist laut. Ja, es rattert, ja. Lass doch die Kinder reden, Digga. Was labert die Mom da die ganze Zeit? Oh, ich hasse so. Ach, Digga, scheiß doch. Geht es hier zu. Lass doch deine Töchter reden, ey. Heilige Scheiße. Marcella Mau arbeitet in der hauseigenen Gärtnerei etwas außerhalb des Europaparks. Hier ist noch der letzte Schwung für die Schweiz, für die Balkonkäste. Kannst du mir noch helfen, dass wir heute noch fertig wären bis um drei? Die Gärtnerei produziert jährlich 250.000 Sommerblumen sowie 2.500 Kübelpflanzen. Der Europapark unterteilt sich in 14 länderspezifische Themenbereiche. Zu jedem Land müssen auch die Pflanzen und Blumen passen. 90 Angestellte arbeiten hier während der Hauptsaison. So, also das wäre jetzt die Impatiens, Neuguinea, die wäre jetzt fertig für den Park oder besser gesagt fürs Hotel, die kommen ans Hotel Colosseo. Die haben schon das Blütestadium erreicht,
Die wäre schön und perfekt und die kommen jetzt dann in den Park als Unterpflanze unter die Palme. Zunächst geht es aber in die Schweiz. Dort will Marcella die Geranien dekorieren. Auch wenn die Gärtnerin dort arbeiten muss, wo Tausende ihre Freizeit genießen, ihr gefällt das Flair. Die Atmosphäre und alles hier drumherum, das ist so toll zu sehen, wie die Leute sich ja wohlfühlen und einfach ihr Spaß haben. Ja. Damit sich die Europapark-Besucher wohlfühlen, wird hinter den Kulissen geschwachtelt, gepinselt und modelliert. Ich sag gar nichts, Chat. Ohne die Bildhauer und Modellbauer von der Deko-Werkstatt wären die Themenwelten des Parks um ein Vielfaches ärmer. Gerd Dörflinger und sein Team produzieren jährlich 30 bis 40 Modelle. Ach, Mods, das UI-Memo müsste doch nicht teilen. Tonmodelle von solchen Eimern, die wir schon gemacht haben für einen Park, für Figuren. Das ist die Göttin Hel. Boah, das sieht geil aus. In der mythologischen Sagenwelt ist das die Göttin des Todes. Die ist halb lebendig und halb tot, wie man hier noch dezent sieht. Und das ist für einen Clint Eastwood-Fotospot, wo man sich nebendran setzen kann. Ein bisschen karikativ angehaucht, eben der Clint Eastwood. Hier haben wir eine Büste von John F. Kennedy für unser geil. Hotel Bellrock, für die Gartenanlage. Leider kam es noch nicht dazu, dass ein Prominenter hier sich selbst im Park gesehen hat. Aber vielleicht kommt es ja noch. Doch auch Reparaturaufgaben können gerne mal anfragen. Das Tagesgeschäft. Diesem Piloten fehlt eine Hand. Er darf jetzt warten, bis die neue Hand fertig ist. Und das geht hier schneller als im Krankenhaus. So, dann nehmen wir jetzt einfach diese Schnellabformmasse, die man beispielsweise auch aus der Zahntechnik kennt. Das nennt sich Alginat. Das ist das Gleiche, wenn man einen Abdruck von Zähnen gemacht bekommt. Und jetzt kommt die matschige Arbeit. Für meine Kinder ist auch immer toll, wenn ich von der Arbeit erzähle oder dass sie mir auch immer gerne helfen zu Hause oder was kneten oder auch was bemalen wollen. Und was dann ganz toll für sie ist, wenn sie die Arbeit von Papa sehen und hier selbst im Park sind. So, jetzt machen wir das da rein. Die neue Pilotenhand wird ein Abbild seiner eigenen Hand. Also ich muss jetzt ruhig halten, ca. 5 bis 10 Minuten. Und dann stockt die Masse, also sie wird nicht ganz fest, sie wird so ein bisschen wie Gelatine. Also dass ich immer noch die Möglichkeit habe, die Hand herauszuziehen. Während der Pilot noch auf dem OP-Tisch liegt, wird die Form um Gerd Dörflingers Hand langsam fest. Ja, ist fest. Jetzt muss ich wieder mit der Hand rauskommen, aber das Material ist ja flexibel. Und das ist auch gut so. Sonst bräuchte nicht nur der Pilot eine neue Hand. Jetzt rührt der Modellbauer ein 2-Komponenten-Schnellgießharz an. Die zwei Flüssigkeiten sind im Verhältnis 1:1 gemischt. Dann muss Gerd wieder 15 Minuten warten. Und schwupp, nun gibt es Gerds rechte Hand zweimal. Es ist schon interessant, seine eigene Hand in der Hand zu halten, wenn man das einfach von einem ganz anderen Blickwinkel mal sehen kann. Aber noch seltsamer ist es, wenn man seinen eigenen Kopf abgeformt sieht. Zum Glück braucht der Pilot aus dem Monorail-Bahnhof nur einen anderer Blickwinkel. Digga, ich kann meine Hände auch so angucken. Was ist los bei ihm? Neue Digga? Hand. So, jetzt kriegt er seine Hand und der Pilot ist wieder komplett. Wir nehmen so eine Show auch mal gern als Pause, als Abwechslung, um sich mal kurz ein wenig hinsetzen, erholen. Shows verlangen nach tadellosen Kostümen. Und die kommen aus dem hauseigenen Atelier. Krass, ey. Was da alles dahinter steht. Leiterin, ne? Sandra Gigax und ihre Näherinnen produzieren jährlich bis zu 130 Verkleidungen. Sehr gut. Ja. Sie brauchen es für heute. Okay. Ja, fürs Varieté. Okay. Also du allein kriegst nicht hin. Nee. Dann helfe ich dir wegen, okay. Ist kein Thema. Okay, ja? Danke schön. Im Europapark gibt es mehr als 150 internationale Künstler. Dieser Anzug kommt in einer spektakulären Nachtshow zum Einsatz. Einige Künstler haben Starallüren, deshalb sollte schon bei der ersten Anprobe alles perfekt sitzen.
Es gibt Künstler, wo man auch sagen kann, die ist ein wenig zickig, wenn sie, wenn das Kostüm nicht passt oder mehrmal Kostüme einnehmen oder kommt mehrmal für sagen, das passt nicht oder das ist kaputt. Ja. Damit das klappt, lässt Sandra alle Kostüme vor der Auslieferung noch einmal Probe tragen. Wer will was anziehen? Gold oder weiß? Ich würde gerne das Goldene anziehen. Okay, oh, und du? Schade, ich möchte auch. Ach nee, beides geht nicht. Also Goldene mit Gold, okay. Und weiß mit, okay, Schwarz. Vielen, ja? Dank. Okay. Bitte schön. Danke. Die Mitarbeiterinnen Julia und Pauline haben die geeigneten Modellmaße für die Anprobe. Ah, Pauline. Sandra muss einschätzen können, wo sie die Gewänder noch zuschneiden oder ausbessern muss. Während der Shows müssen sie perfekt sitzen. Digga, was filmt ihr da rein, Mann? Seid ihr irgendwie drunk oder was? So, seid ihr fertig, Herr Dame? Ja, also. Gut, wie passt's? Kannst du dich bewegen, ja, drin? Ja, doch. Ja, okay. Und du? Ja. Ja? Ist okay? Mhm. Das ist gut. Also das Weiße ist jetzt fürs Varieté, Finale vom Varieté. Und das Goldene ist fürs Globetheater. Julia würde mit diesem Kleid am liebsten selbst auf die Bühne gehen. Doch das geht nicht. Die Kleider müssen noch heute Abend zu den jeweiligen Shows geliefert werden. Dort werden sie bis zu 4 Einsätze pro Tag bekommen. Im Park tobt derweil der Run auf die großen Achterbahn-Giganten. Vor der Blue Fire, dem Silver Star oder der Wodan reihen sich die Warteschlangen. Das war auch immer geil. Wenn man durch den Park gesteppt ist, man hat immer die Schreie gehört von den Leuten in den Achterbahnen. Und wenn man in der Anstehschlange ist, war man schon so hyped, weil man mal die Leute die ganze Zeit schreien hat hören. Immer länger. Geil. Bestimmt eine Stunde. Ups. Wir machen mal Sub-Modus eine Weilchen rein, Chat. Reißt euch am Schlüpper hier. Chatterona, Macaroni. Ihr dürft auch, müsst auch immer dran denken, durch den Chat landet das ja auf YouTube. Und dann denken sich die YouTube-Leute in den Kommentaren, Alter, Bruder, was war da los? Es rentiert sich nicht, im Grunde genommen. Aber jetzt, wenn man ja bezahlt hat, dann muss man auch was davon mitnehmen. Jetzt hier 45 Euro auszugeben zum Rumlaufen, das ist ein bisschen teuer. Ich meine, wenn man in einer guten Gruppe ist, dann geht es eigentlich. Doch fast jeder zweite Europaparkbesucher will mit der Blue Fire fahren. Das können am Tag schon mal 15.000 Gäste sein. Was die Wartemotivation betrifft, so ist sich die Familie Hermann uneins. Ganz ehrlich, also ich hab... Uneins, neuer YouTube-Kanal. Ich weiß nicht mehr, ob es im Europapark war oder im Heidepark Soltau. Meine Schwester war damals so klein, dass wir ewig lang angestanden haben und dann wurde sie gemessen, als wir rein durften und dann, ja, war sie zu klein für die Achterbahn und ist mein Dad aus Solidarität mit ihr rausgegangen und ich bin eine Runde gecruised. Da gab es irgendwie dann keine Messlatte vor der Anstehschlange oder die war kaputt oder so. Es war richtig sad. Irgendwie eine Stunde umsonst gewartet. Also, die beiden. Ich nicht. Ich habe mir das ja mal von der Bahn her angeschaut. Ich glaube, ich traue mich. Ja, bitter, Digga. Ich glaube, ich... da hat es auch das eine oder andere... Wenn man hier über Tränchen rausgedrückt. Ja, dann gehen wir jetzt. Gehen wir rein, ja, oder? Ja. Ja. Also, ist es euch jetzt wirklich wert, ja? Ja. Ja, okay. Also. Marmor. Wir stellen uns ein. Dann bis nachher. Bis nachher. Yes. Ciao. Ciao. Die Diskussion hat den Achterbahnfans bereits 5 Minuten gekostet. Nahe des Eingangs bei der Information ist eine... Chat, jeder von euch fühlt es. Man war in der Anstehschlange und man dachte, okay, durch die Tür, durch den Bereich, dann bin ich da. Und dann kommst du dadurch in den nächsten Bereich und da sind einfach noch 5 Schlangen und die sind alle in so einem Zickzack, was sie noch länger macht. Und dann denkst du, okay, aber nach dem Knick... Da komme ich jetzt ran und dann ist da einfach nochmal so ein Doppel-Z-Knick und du denkst dir nur so, Bruder, ich will doch einfach nur fahren. Eine der wichtigsten Stellen des Parks. Hier hortet Claudio Schultes was anderes so schlimm, verloren. Alter. Und das ist nicht wenig. 2000 Kleidungsstücke, 2500 Mützen, 400 Schals, 150 Paar Schuhe. Auch mehr als 1100 Handys verlieren die Besucher jährlich im Park. Lol. Dann haben wir hier unten so ein paar ganz tolle Beispiele. Silverstar hat hier zugeschlagen. Die Handys haben die Fahrt in Silverstar nicht wirklich überlebt und haben dann abrupt die Fahrt beendet und sind dann von 70 Meter auf den Boden gestürzt, was sie nicht ganz überlebt haben. Amüsant ist hier unser Ehering. Ja? Ich frage mich halt, ob
der Mann dann die Frau zumindest mal mitgenommen hat, wenn er seinen Ehering schon mal hier gelassen hat. Bruder, was haut der da für Fronts raus? Das Büro bewahrt die Fundstücke mindestens 6 Monate auf. Dann werden sie gespendet. Ich habe eine Brille verloren. Eine Brille? Ist das eine optische Brille oder eine Sonnenbrille? Eine optische. Wie lange ist das her? Schon ein paar Monate her beim letzten Besuch. Beim letzten Besuch. Genau wissen Sie es nicht. Vor wahrscheinlich Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Ja? Und dann bin ich gleich wieder bei Ihnen. Ja? Die Hoffnungen sind immer noch. Der kleine Junge einfach Ronald Weasley in Jung auf Massephase. Das sieht doch schon ziemlich teuer aus, die Brille. 2500 Brillen lagern hier. Die Chance vom letzten Jahr, dass die Brille da ist, ist praktisch gleich null, weil diese Brille sicherlich nicht abgegeben wurde, sonst hätten wir die schon gefunden. 25% der Fundstücke kommen im Schnitt zurück zum Besitzer. Die ist leider jetzt nicht mehr gefunden worden. Und dass die jetzt noch reinkommt, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Tut mir leid, vielleicht ein andermal, ja? Okay. Ciao. Danke, tschüss. Vielleicht ein andermal, wenn du das nächste Mal was verlierst. Ah, ja. Doch Claudio Schultes kann auch über Erfolgserlebnisse berichten. Ja, so ist es ab und zu, dass wir halt nicht alles wiederfinden, aber einen Großteil finden wir dann doch. Wir hatten ein ganz tolles Erlebnis letztes Jahr, da hatten wir einen, der hat seinen Pass verloren und in seinem Pass war ein Visum für Amerika. Und vor lauter Freude, wo sein Pass wieder da war, hat er hier bei uns in der Information gleich mal ein Salto geschlossen und so macht der Beruf Spaß. Im Wasserbecken des Fahrgeschäfts Poseidon entsteht die Bühne für die High Dive Show. Jeden Abend üben die Extremspringer für ihre Auftritte. Iliana und Jamie stehen noch am Anfang der Saison. Für die Psyche ist das schon extrem. Der Blick nach unten macht einem Angst. Jetzt müssen sich die beiden erst einmal warm machen. Das heißt Saltos aus 10 und später 15 Metern Höhe. Die High Dive Show gehört seit 5 Jahren zum festen Sommerprogramm des Freizeitparks. Die waghalsigen Springer kommen aus aller Herren Länder. Ihre größte Sorge ist es, am Grund des nur 2,80 Meter tiefen Beckens aufzuschlagen. Man kann am Grund aufschlagen und sich die Füße verletzen. Dasselbe kann einem passieren, wenn man mit dem Kopf nach vorne springt, dann treffen die Hände den Boden. Oh. Digga! Doch, Digga, scheiße, Mann. Oh Gott. Boah, mich schüttelt's gerade richtig, ey. Oh. Und das kann sehr schmerzhaft bis tödlich enden. Die Springer müssen immer hoch konzentriert sein und warum sich vor machen allem die denn gut nicht fühlen. Einfach tiefer? Nur dann können sie sich auf das Maximum von 25 Meter hochwagen. Verstehe ich nicht, Chat. Boah, von 25 Meter da rein, Bruder. Wollt ihr hochgehen auf 25 Meter? Fühlt ihr euch heute bereit? Nein, lieber nicht. Das Problem ist, dass wir noch mehr Übung auf den Sprungbrettern brauchen. Wir müssen Selbstvertrauen gewinnen, um auf 25 Meter hochzugehen. Anders Juri Iliev. Der Bulgare befindet sich schon etwas länger im Training. Er will den Mega-Jump wagen. Seine Kollegen erzeugen Wellen auf dem Wasser, damit Juri von oben sehen kann, wo er später einschlägt. Man kann nicht genau sehen, wo die Wasseroberfläche ist. Von oben sieht der Pool wie eine Plattform aus. Ein bisschen anfeuern braucht selbst der mutige Juri. Beim Aufprall hat Juri eine stolze Geschwindigkeit von 90 km/h. Der ist ja irre, Mann. Diese Geschwindigkeit wollen unsere Achterbahnfans in der Blue Fire mindestens erreichen. Doch zunächst fühlen sie sich vom Anstehen etwas ausgebremst. Naja, nach 45 Minuten warte, die zwei sind ungeduldig. Doch wahren Rollercoaster-Fans muss es die Zeit wert sein. Immerhin, die Blue Fire ist mit Beschleunigungskräften von 3,8 G, einer Spitzengeschwindigkeit von über 100 km/h und 4 Überkopfelementen eine der spektakulärsten Achterbahnen Europas.
Die will ich irgendwann auch noch mitnehmen. Ah, ich habe eine Frage an euch, Chat. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, als ihr jung und knackig wart und ihr in den ganzen Europa-Park, Legoland, da seid ihr doch bestimmt die Achterbahnen rauf und runter gefahren und euch ist nie schlecht geworden. So war es mir zumindest. So, bei mir war das so. Und dann bin ich vor ein paar Jahren mal auf dem Volksfest nur eine normale Achterbahn gefahren und so eine Art Aktion, so eine Pendelbahn, wo sich so überschlägt und so. Und Digga, mir war es so schlecht danach. Bruder, bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben. Ich war mit meiner Schwester und ein paar Freundinnen da. Digga, ich hätte die fast angekotzt. Das war so schlimm, Alter. Macht es einem als Kind weniger aus? Oder weiß nicht, Bruder. Digga, es war fürchterlich. Fürchterlich. Das ist schon heftig. Ja, also die Beschleunigung ist super. Muss ich schon sagen. Und genau dafür arbeiten die Mitarbeiter wie Björn Berblinger täglich. Die sahen happy aus, die kleinen Mädels. 5 Millionen Menschen kommen jährlich in den Europapark nach Rust. Geile Doku, oder, Chat? 3.700 Einwohnern. Mama Subchat wieder raus. Ah, war eine geile Doku mit viel Nostalgie. Got a lot of hoes, got a lot of coke, got a body low, nigga overdose, and my swag so clean.